Wie Swami Atma gesagt hat, sind die meisten der Anwesenden entweder jetzt Yoga-Lehrer oder morgen Yoga-Lehrer und viele demnächst Teilnehmer einer Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und ich möchte noch kurz drei Sachen auf den Weg geben, was einen Yoga-Lehrer letztlich auszeichnet. Das erste ist, er hält sein Prana hoch. Seine Schwingungsebene oben. Das heißt mit anderen Worten, ein guter Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin praktiziert. Wenn wir unterrichten, dann strahlen wir hoffentlich etwas aus. Und eines der Elemente, was wir ausstrahlen, ist, dass wir unser eigenes Schwingungslevel erhöhen und wirklich jeden Tag praktizieren. Und das wird ganz besonders wichtig, wenn man viel unterrichtet. Es gibt manchmal Yoga-Lehrer, die sagen, ja, ich unterrichte jeden Tag und dann komme ich nicht selbst zu meiner Praxis, aber ich unterrichte. Und dann machen meine Teilnehmer für mich das Yoga. Eine Weile mag das gehen, denn das zweite Element, wo ich gleich sprechen werde, mag das durchaus vorübergehend ermöglichen. Aber mein Tipp wäre, verlasst euch nicht drauf. Übt jeden Tag Asanas und Pranayama und Meditation. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, man hat immer Zeit dafür. Selbst wenn man, gut, vielleicht wenn man 20 Stunden Seva macht, weiß ich nicht, aber vermutlich kann man ihn nicht durchhalten ohne dann 2 Stunden zusätzliche spirituelle Praxis. Es gibt so einen Spruch, der, ich habe es jetzt vergessen, der hängt irgendwo im Ohm-Büro, dort steht, normalerweise muss ein Mensch 1 Stunde am Tag für spirituelle Praktiken verbringen. Es sei denn, er ist sehr beschäftigt, dann braucht er 2. Das ist das Erste, was wichtig ist. Wenn man es nämlich nicht macht, irgendwann ist man nur noch Worte, die dort rauskommen. Also, erster wichtiger Ratschlag, haltet euren Schwingungslevel hoch, indem ihr wirklich täglich praktiziert. Zweiter wichtiger Ratschlag ist, denkt nicht, dass ihr selbst unterrichtet, sondern vielmehr, dass etwas durch euch hindurch fließt. So wie ihr denkt, ihr seid selbst derjenige, der unterrichtet, in dem Moment gibt es da so ein Ego, was sich da dazwischen gibt. Indem ihr das Gefühl habt, es fließt durch euch hindurch, in dem Moment entsteht Yoga tatsächlich. Swami Vishnu hat mich, als ich sehr jung war, zu allen Möglichen gebracht, zu unterrichten. Und das war vielleicht, für mich war das was sehr Gutes, denn ich habe mich fast nie bereit gehalten für das, was er mich hat machen lassen. Als ich 20 war, habe ich eine Yoga-Lehrerausbildung mit unterrichtet. Als ich 20 war, habe ich eine fortgeschrittene Yoga-Lehrerausbildung mit unterrichtet. Er hat mich einen Ashram leiten lassen, als ich 25 war. Und zwar Headquarters, Hauptsitz einer internationalen. Er hat mich beauftragt, das Ganze zu reorganisieren. Für nichts fand ich mich dann irgendwo bereit und habe ich dem Swami Vishnu auch öfters gesagt. Und dann hat er gesagt, when you think it, you do it, you lost it. Wenn du denkst, du machst es selbst, dann hast du es schon verloren. Dann hat er gesagt, du musst nur deinen Körper zur Verfügung stellen, du musst deinen Geist zur Verfügung stellen und dann fließt es durch dich hindurch. Dann hat er noch was anderes gesagt, das erzähle ich oft nicht, wenn ich diese Sache erzähle, mir in die Augen geguckt und hat gesagt, but be regular in your practice. Aber sei regelmäßig in deiner Praxis. Also nicht nur darauf vertrauen, Gott wirkt schon durch einen hindurch. Etwas müssen wir auch dafür tun. Wir müssen unser Prana oben halten. Das ist der zweite wichtige Ratschlag. Die ersten beiden sind eigentlich die wichtigsten, aber es gibt noch einen dritten. Gut, und der dritte heißt durchaus, arbeitet auch daran, dass ihr mehr wisst, um es weiterzugeben.
dass ihr selbst mehr lernt darüber, was alles zu wissen gibt. Wenn ihr eine 4-Wochen-Ausbildung habt, eine 3-Jahres-Ausbildung oder eine 4-wöchige Yoga-Therapie-Ausbildung, Yoga hört nie auf. So wie ihr denkt, ihr wisst alles, dann habt ihr es schon verloren wiederum. Immer wieder gilt es, mehr zu wissen, mehr zu lernen. Nicht nur Techniken, aber auch Techniken. Und um mehr zu lernen, ihr lernt auch viel von euren Schülern. Hört auch auf eure Schüler, hört auf das Feedback, ohne es überzubewerten. Und wenn 10 Teilnehmer euch zum Schluss Feedback geben und 9 fanden es toll und der eine fand es schlimm, dann lasst euch dadurch nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht bringen. Aber überlegt, ist da irgendetwas dran? Das sind 3 wichtige, alle 3 gehören irgendwo zusammen. Haltet euer eigenes Prana hoch, indem ihr praktiziert. Zweitens, fühlt euch als Instrument, habt Hingabe und lasst es durch euch fließen. Und drittens, lernt immer wieder Neues dazu. Wenn man nicht dazu hat.